Und genau das eben war mein Lieblings-Soundtrack oder ist mein Lieblings-Soundtrack aus Star Wars. Und damit herzlich willkommen zur Star Wars The Force Awakens Mobile-Version. Das mache ich mal lieber später. Also wir spielen jetzt erstmal. Gut. Ich guck mal kurz, ob ich hier was machen muss. Wenn nicht, schneide ich es halt raus. Ich würde mal sagen, flexibles Steuerkreuz. Ja, wir können steuern. Okay, das funktioniert auf Tippen. Ist wohl der Loadscreen. Wir lassen es mal so. Als erstes landen wir hier auf Jakku, genau. Also diese Grafik. Da hätte ich mir selbst eigentlich von einem Mobile-Ding was Besseres vorgestellt. Aber egal. Ich werde jetzt definitiv mal nur auf die Story eingehen, da ich dieses Spiel ja eh noch am Computer über Steam spielen kann. Ich habe es mir auch schon geholt, da wird sich bald damit anfangen, das zu spielen. Aber nur so als kleinen Teaser anfangen auf dem Handy. Hä? Verwende ich sie nur? Ja. Ah, so, die muss ich drücken, jetzt check ich's. Halte gedrückt, um etwas mit Legostein zu bauen. Lol, also, wenn ich hier oben drauf drücke, wechsle ich. Rückzug ins Dorf. Kapitel 1. Also hier sind wir dann angekommen. Beende das Level. Ah, ich glaube, das sind die Aufgaben. Logins, Sammelgegenstände, genug Steinchen, um wahre Jedi zu erreichen. Zerstöre drei Töpfe, in denen sich Dörfler verstecken. Okay.
Okay, dann lass uns mal verschwinden. Also das hier hat auf jeden Fall keine deutsche Sprachausgabe. Hier kann man was aufbauen. Ich erinnere mich echt, dass ich das... Ich hätte echt gedacht, das wäre auf Deutsch, aber... Ah, hier kann ich drauf schießen. Ah, den Stick meinen Sie. Ich dachte, die meinen den grünen mit dem Schraubenschlüssel. Ah, die meinen ja den Lauf-Joystick. Hätten sie auch erklären können. So, machen wir das. Komischer Druide. Ich glaube, das ist ein Gonk-Druide, wenn ich mich richtig erinnere. Aber keine Ahnung. So ein krasser Fan bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja, okay, da konnte ich nicht raus. Ah, hier ist noch so ein Fass von den Dörflern. Ja, er verpisst sich erstmal, chillig. Okay, da brauche ich irgendeinen Charakter, das sehe ich jetzt schon. Okay, das sind wohl diese Reitviecher und der Pfeil zeigt mir, wo ich hingehen muss. Oder bin ich drin? Da hinten ist noch ein blauer Stud. Oder ist es lilaner? Ne, das ist noch ein blauer. Okay, hier kann ich auch von sie mitklicken. Also, dann können wir hier noch was aufbauen. Machen wir mal das da. Hä? Ich halte mal das da drüben, wenn das andere nicht funktioniert. Hä? Warum zeigt mir das an, dass ich das zerstören soll? Okay, da kann ich bauen, ich verstehe schon. Okay, Tipp auf das Charakterporträt, um sofort den Charakter zu wechseln. Halte das Charakterporträt berührt und... Ja. Ah, das ist wahrscheinlich so gedacht, dass ich jetzt das andere baue. Und dann... Ich verstehe schon. Also und jetzt...
Genau. Und hier muss ich jetzt die. Ja. Nein. Genau. Was da drin? Ah, noch so ein Tipp. Lol, was macht er hier? Ah, noch mehr Waffen. Beziehungsweise Blaster. Komm, renn doch mal. Geht doch. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee. Auf jeden Fall will ich noch wahrer Jedi werden. Obwohl der Typ, den ich hier spiele, Poe, eigentlich gar kein Jedi ist. Macht zwar keinen Sinn, aber. Ja. Na. Ah, genau, hier ist noch eine. Das bringe ich auch noch schnell zurück. Zwei von drei. Da war noch ein Fass mit einem Dörfler. Deswegen will ich jetzt irgendwie den letzten, will ich jetzt auch noch haben. Okay, da ist der letzte. Und hier ist auch der letzte von diesen komischen Viechern. Ah, ich sehe schon, ich dachte, man kann mit denen springen, aber nee, geht nicht. Okay, ein Minikit. Bin ich jetzt eigentlich schon ein wahrer Ding? Ah, genau, jetzt. Zerschlagen wir noch die Laterne. Dann hier bauen wir das noch auf. Dann glaube ich, dafür brauchen wir wieder BB-8. Na genau. Dann fahren wir diesen Turm hier jetzt runter und fahren wir ihn wieder. Genau, so, fertig. Ja, genau. Die erste Ordnung kommt. Jetzt ist die Verteidigung dran. Ja, da habe ich ja ziemlich viel freigeschaltet. Und das nächste Level machen wir im nächsten Part. Damit ciao.